Da sind wir schnell zurück. Kurz und knapp. Der war wirklich schnell. Aber es geht eigentlich um dieses tolle Auto dort drüben. Sollen wir es einmal reinstellen? Ein Hyundai? Ja, nein. Komm, aber wir gucken hier draußen. Das ist wunderschönes Wetter heute. Traumhaft. Du siehst das Thema? Ist doch cool. Bei uns ist morgen Sperrmüll, ne? Nein. Actionstange brauchen wir nicht. Das da brauchen wir nicht. Das kaufen wir. Das kann man fertig kaufen. Okay. Für die Heckscheibe. Heckspoiler? Was heißt eine Heckscheibe brauchen wir nicht? Wir brauchen schon eine Heckscheibe. Ja, aber eine schmale. Die bestellen wir, schicken wir hin. Okay. Ne, die wird ja auch wieder gesägt. Ja. Also wir gucken einmal drauf, wie schlimm er ist. Dann gehen wir einmal eben hoch, gucken auf dem Rechner nochmal die Bilder schnell an. Unfallfrei. 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 Die Leisten. Mhm. Da müssen wir gleich am Bild nochmal gucken, weil das Auto hat ja andere Leisten, haben wir schon mal geguckt, glaube ich, als der jetzt hat. Es gibt ja Golfs ohne Leisten, mit schmalen Leisten, mit dicken Leisten und da sind nochmal andere Leisten drauf. So, dann hat er ja auch vorne eine ganz andere Front, die 205er Front. Mhm. Lass du mein Auto aus? Nee, was ist denn Scheife passiert? Kein PNC. Nein, das ist das neue Hybrid Xenon Light. Achso. Kennst du, ne? Ja. Wollen wir mal hochgehen? Ja. Okay, dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Du hast jetzt dieses wunderschöne Auto hier bekommen. Ja, lass ihn gleich reinfahren, nicht, dass er geklaut wird. Ja, der ist echt. Weggetragen. Der ist echt wertvoll. Nein, Scheiße, guck mal. Ist schon weg. Nein. Nee, der ist hier hinten bei den Polen, weißt du? Nee, der ist. Der ist hinten bei den roten Nummern. Nein, stimmt. Was wollte ich sagen? Heute lachen wir über das Auto und ich sag mal, wenn der fertig ist, wird jeder sich drum. Da lacht keiner mehr. Genau. Also ich glaube, der wird echt brutal. Der wird wirklich brutal. Was ich noch brauche, sind die Maße, wie breit hinten, breit vorne. Komm, wir gehen mal rüber. Ich glaube, am besten ist, wenn wir versuchen, ein Verhältnis zu nehmen. Wir messen einmal das, haben ja dann den Maßstab von der Leuchte und gucken dann, wie breit er das gemacht hat. Weil ich finde die Proportion, die er gemacht hat, sehr gut. Mhm. Ist extrem breit. Ist schon extrem breit. Also und wir müssen uns ein bisschen dran orientieren, was für einen Reifen es überhaupt gibt. Also wie gesagt, wir bauen dieses Ding jetzt anhand nur von Fotos. Mhm. Das stimmt. Das ist echt krass. Denkst du, der Typ hätte gedacht, dass das mal jemand umsetzt? Nee. Oh, ah, pass auf. Nicht heizen. Nicht heizen, ja. Immer schön warm fahren. Immer schön warm fahren. Ja. Das war doch Schlüssel früher, ne? Habe ich auch gehabt. Golf 2, ne? Jeder hatte einen Golf 2 auf der ganzen Welt. Ja gut, das war das Auto mit 18, ne? Das ich war das nicht. Auto. Ne, du hast, was hast du? Aventador als erstes Auto, ne? Ja, genau. SVJ, aber. SVJ. Wenn schon. Und du sagtest ja, das Kit ist fertig nächste Woche, ne? Also eigentlich. Der Blick so beim Eingießen. Aber, ja, nee, also schon 10 Tage musst du mindestens das rechnen. Mit Lackieren. 10, ne? Ja. Okay, ja, okay, dann ist okay. Aber ich finde auch die Distanz zwischen Couch und Billardtisch ist zu nah. Ja. Ja, dann stell dir vor, der Boeing 707 wieder landen. Dazwischen? Da hat er keinen Platz. Da hat er keinen Platz. Nein, wir haben in der alten Halle so gebaut, so wie wir das brauchen, ja, oder gebraucht haben. Und nach ein Jahr später, haben wir gesagt, scheiße, das ist viel zu klein. Ja, das kenne ich. Und bevor ich hier alles zustelle, lässt wieder Platz für den Hubschrauber. Platz für einen Hubschrauber, ja. Für einen Hubschrauber. Ja, man weiß ja nicht. Nee. Fahrverbote, ne? Flugverbote haben wir noch nicht. Mhm. Stimmt. So, wir gehen mal rüber ins Büro. Richtig. Jetzt mach doch hier nicht einen auf Aufräumen. Oh. Ruhe. Mann. Ich muss hier wirklich aufräumen. Autotuner Weltsekt macht Autos schöner. Darf ich mal gucken, was du hier so auf dem Desktop hast? Darf ich mal gucken? Oh, oh. Darf ich mal aufmachen? Oh mein Gott. Für wen ist das? Studio machen wir für mein YouTube-Video. Nicht schlecht. Ich weiß. Nicht schlecht. Das Spoiler gefällt mir nicht. Überhaupt, das habe ich von vorab schon. Ich finde, Rechts-Links-Auspuff sollte nicht sein an dem Auto. Okay. Aber es ist ein ganz klares Prior-Body-Kit. Was du halt immer machst, ist, du nimmst schon die klassischen Linien auf, aber es hat immer wieder eine Prise von dir. So Elemente, die für mich als Klassiker immer so ein bisschen beißen, aber ich finde es trotzdem geil. Also ich finde zum Beispiel die beiden Endrohre finde ich nicht so gut. Mhm. Rechts, links, ne? Ich würde ganz klar eine Seite machen. Okay. Das gab's nicht. Ne? So, also rechts, links finde ich nicht gut. Ich finde das ein geiles Element. Findest du das? Also ich bin da so ein bisschen. Hast du einen anderen Winkel noch?
Ja, also was ich schwierig finde, ist, dass die klassische Audi-Form rausguckt aus dem eingefassten modernen Glatten. Also hier diese Unterbrechung, das ist ja original Audi. Ja. Und dann das Eingerahmte von diesem modernen, weil das ist ja eine ganz klassische RS5, aktuelle RS5-Linie. Genau so ist das. Und der Schwung finde ich auch ganz schön hier. Das finde ich auch geil, aber dass das da so rausguckt, finde ich nicht so geil. Entweder würde ich das anpassen an Retro. Okay. Oder ich würde die Hexostange glatt machen. Okay. Dann lieber anpassen, glaube ich. Aber das ist ja das ähnliche Problem. Mhm. Sehr interessanter Punkt. Es ist ein ähnliches Problem, wie wir haben werden bei dem Golf 2 Projekt. Weil der Kotflügel spricht eine andere Designsprache als der Kotflügel. Ist so. Da oben ist eigentlich, siehst du, wie das jetzt bricht? Ist ja ganz weich. Mhm. Und dann, boom, haust du die scharfe Linie rein. Und dann wirkt das wie so ein Fremdkörper. Ne? Ja, aber das ist nur einfach eine Idee. Das ist ich so, finde es geil. Ne? Und ich glaube, wenn du entsprechende Weite machst, ich schätze mal, vorne ist er 10 cm pro Rad. 10? Ja, und hinten mindestens 15. Weißt du, was du machen solltest? Du solltest nicht immer ganz so breit gehen. Doch, sag meine Freundin auch. Geh nicht so breit. Mach Sport. Schöne Farbe, ne? Oder? Nicht so. Ja, der Lichteffekt ist geil. Nein, aber so orange. Ja, ist geil. Elektrisch so, ne? So. Ich finde das Element ganz geil. Okay, jetzt sind wir in unser Projekt. Also jetzt geht's los mit Golf 2. Jetzt geht eigentlich das Video eigentlich los. Okay. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. Ja, wir gehen erstmal genau. Also, er hat das nicht genau ausgearbeitet, ne? Weil, wie man hier sieht, wenn man näher reingeht, das sind die originalen Bilder, ist der Golf 2 Kotflügel ja in einem ganz anderen Verlauf als der 205er Kotflügel. Das heißt, da müssen wir einen Konsens finden, wie die sich vertragen. Trotzdem muss hier der originale Blinker rein, ne? von dem 205er. Das ist ja ein Blinker. Okay. Da werden wir den originalen Blinker auch reinsetzen. Blinker, da. Die besorge ich dir. Okay, weil da bräuchte ich die. Genau, du kriegst die originalen vorher, Blinker. Jetzt. Genau, diese Blinker kommen genau da rein. Die Frontschuhstange ist keine Golf 2 Frontstoßstange, obwohl sie ja irgendwie so wirkt. Mhm. Das heißt, die ganze Stoßstange muss auch neu gemacht werden, im Idealfall mit der Lippe dran. Mit zusammen, weil hier ist eine Dichtung, ne? Mhm. Also wenn du guckst, da hat er so eine Dichtung angebaut. Wenn es für dich keinen Aufwand macht, dann mach zwei Teile. Ich hätte zwei gemacht. Ja. Es sieht immer schöner aus. Du kannst das in Gänzen lackieren. Stimmt. Ich weiß nicht, welche Farbe der bekommt. Ja? Der wird grau. So. Hey, jetzt darf ich doch nicht verraten, so eine Scheiße. Darf ich nicht sagen, nein, hab ich gar nicht gefragt. Aber auf jeden Fall, da kann man besser schön absetzen. Er wird grau. Er wird grau. Er wird grau. Bis jetzt. Ja. Ne, wer weiß, vielleicht wird es auch nachher anders. Das wird auch weiß. Genau. Nein, ich hätte vielleicht ohne Gummi das gemacht. Ja? Mhm. Aber schöne Linie und dass es einzeln ist. Ja? Mhm. Weil ich glaube, der Schwert noch was drunter ist, ja? Der muss ich auch noch befestigen. Und wenn du das alles als eins baust, ja. Wird so, das sieht immer so aus. Gebe ich dir recht. Also keine Linien, dann bekommen die Teile Charakter. Ja, viele bauen auch zum Beispiel die Whitebody-Kits als ein Stück, also Stoßstange zum Beispiel. Ja, wie oft sagst du Whitebody-Kit am Tag? Also wenn mir jemand verbieten würde, das Wort Whitebody zu sagen, ich glaube, ich würde verstummen. Ich glaube, das wäre ein riesengroßes Problem. Also, vordere Kotflügel. Genau, das ist noch ein Thema, was ausgearbeitet werden muss. Weil wenn man nämlich näher rankommt ins Bild, sieht man, dass das ja... Ja, ja. Dann auch hier, ne? Das, hier müssen wir auch. Das ja, nee, da müssen wir aufpassen, weil das Runterfallen macht den Effekt des 205er. So. Von dem originalen Auto. Also wir brauchen hier an der Stelle, brauchen wir Golf 2. Mhm. Mehr, wieder weniger, 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 weniger. Okay. Und hier wieder mehr. Das muss schon zu spüren sein, dass das zwei Autos sind. Okay. Das heißt, hier das Ranarbeiten meine ich mehr so diese Ecke. Mhm. Ja, das heißt, hier, die beißen sich schon. Das beißt sich schon. Das soll schon bewusst so sein, dass wir da nicht zu krass angleichen. Auch hier, ne? Ja, ich gehe davon aus, dass du gerade sein musst. Ja, ja, klar. Also ein paar Kleinigkeiten, oder hier, das steht gar nicht dran. Aber ja, ja, ist wirklich so. Aber liegt gar nicht an. Ist wirklich so. Wie gefällt es dir eigentlich? Krass. Ist schon echt ganz krass, ne? Ja. Ich habe das meinem Sohn gezeigt, hier, den Tom. Der ist durchgedreht, ne? Den Großen, der meinte, Papa, bau mir so ein Auto, wenn ich 18 bin. Ehrlich jetzt. Und ich glaube, wie du schon sagst, also die Nachfrage wird sehr groß sein. Ja, ich denke auch. Alleine für Showautos gar nicht durch die Gegend fahren und TÜV und machen und tun, sondern wirklich für... Doch. Alleine, guck mal, das Bild. Und das kann man bauen. Also wie wir es bauen... Mit TÜV? Das geht nicht mit TÜV. Weil? Weil das Auto keine Hexenstangen hat. Ja, mach mal eine TÜV-Variante, wenn du die bis hierhin ziehst. Ja, das kann man machen. Dann kannst du es machen. Ja.
Das dann ist gar kein Problem. Bestimmt. Weil wir die ganzen Kanten, da hat er keine scharfen Kanten, das Auto. Ne? Im Prinzip ist er gar kein Problem. Hm. Kein, ja, das Fußgänger muss nicht, Schutz muss nicht beachten, nichts. Ne? Also bei dem Auto ist das ja. Jackpot eigentlich bei Wildbody. Ne? Okay, was wir machen, wir besorgen erstmal eine schmale Stoßstange. Ich glaube, ich sehe gerade, es ist gar keine schmale Stoßstange gewesen. Das war eine dicke Stoßstange, die du dran hast. Die ist ja nur kaputt. Also ich besorge eine neue, dicke, glaube ich. Mhm. Und die muss dann einfach nur gesägt werden. Mhm. Das Teil kann man bestellen. Das heißt, gemacht werden muss der Spoiler. Dann müssen diese Füße hast du, ne? Sind das Füße oder sind das so Metall, so Streben. Diese Streben? Ja, die besorge ich, ja. Genau, diese Streben. So, und jetzt kommt der Punkt. Mhm. Das hier machen wir, ne? Mhm. Weil ich finde, das macht das Kit aus, dass das Ding so leichte Flügel hat. Mhm. Was würdest du tippen? Wie groß ist die Felge? Die Felge? Das Problem ist, bei den älteren Autos, ne, darfst du ja nicht zu groß gehen. Also, ich schätze 17? Nee, nie im Leben. Größer? Nein. Nie im Leben. Doch. Nein. Ganz sicher. Unterschätzt das nicht. Wirklich das nicht. Könnte 17 sein, aber das hier ist größer. Das ist ganz sicher größer. Was auf jeden Fall sein muss, das müssen auf jeden Fall zwei Teile sein. Mhm. Hier muss auf jeden Fall ein Spalt entstehen. Mhm. So. Der Heckspoiler muss auf jeden Fall bis auf die Scheibe hier drunter knallen. Das Ding muss genau so einen Winkel hier haben. Dann hat er hier Fuschi-Fuschi gemacht, weil hier sieht man nämlich, erkennt man gar nichts mehr. Also sieht ganz anders aus wie von hinten. Ja, genau. Ja, also da fehlen auch die ganzen Spitzen und was genau. Du gemeint hast, das müssen wir einbauen. Ja. Genau. Die Heckspoiler ist, glaube ich, doch eine große, eine dicke, die geschnitten ist. So, das heißt die dünne Leiste. Die dünne Leiste geht von der Profil her auch hier so leicht über diesen Lüftungsöffnung. Und die geht auch hier rein. Mhm. Die geht aber hier nicht weiter, was kein Problem ist. Ah, das soll die sein. Weißt du, was wir machen? Wir lassen das weg, das Stück. Wollte ich auch sagen, das gehört da irgendwie nicht hin. Nee, das lassen wir weg und führen nur das weiter. Das heißt, diese Leiste ist für sich einzeln auf der Seite. Und ich glaube, es wird schöner sein, also das ist mein Geschmack, wenn du hinten keine Linien hast, solche Linien auf dem Stoßstangen. Ja. Entweder wir übernehmen zumindest eine Linie nach hinten, weil die ist ja kürzer, da kann man nur eine machen. Also wie meinst du, dass die Linie da reinkommt? So eine Linie oder irgendwie so eine kleine Trennung. Nicht echte Trennung, sondern so eine ganz, ganz leichte Linie, so eine Einkerbung. Da müssen wir aber das ja neu bauen, die Golf 2 Heckscheiße. Weil ich hätte sonst gesagt, wir bestellen einfach die kosten gar nichts. Ja. Und sägen die und sind damit fertig. Also für mich ist das besser so. Wenn wir die hinten einfach nehmen, trennen die, lackieren aber die. Das kannst du nicht so machen. Weil wenn du trennst, hast du eine scharfe Kante und die hängt. Und von hinten sieht er aus wie eine Wurst. Und du musst quasi so und dann musst du schon so ganz leicht, jetzt ich übertreibe es, aber so ganz leicht angefasst. Ja, angefasst, dass das schön aussieht. Ne? Das ist so tief, das siehst du nicht. Du meinst diese da, ne? Diese Phase. Dass das so leicht eine scharfe Kante erkennst du immer. Vom Weiten. Du wirst es schon von Weitem sehen. Dass es gesägt ist. Ja. Also wie gesagt, das ist ja nicht viel. Das ist wirklich nur wie hier, wie überall so. Ich weiß, was du meinst. Ja, du weißt, was ich meine. Wertig. Genau, sieht schon ganz anders aus. Also ich würde, wenn du mir eine Stoßstange gibst, ich mache da eine Form ab. Also hier nur das obere Teil, ziehe ich mir eine Form. Dann produziere ich mir so ein kleines Stück und das werde ich so bearbeiten wie das. Weil das Problem ist, diese ABS-Stoßstangen, wenn wir da etwas noch dazu oder wegnehmen oder sonstiges, das kannst du nicht mal so eben bearbeiten. Problem ist nur, die Stoßstangen sind von der Oberfläche ganz rau. Was völlig egal ist, wenn man in die Form geht, das ist ja dann Peng. Weißt du, ich kann die auch rau bauen. Genau. Nee, sollen nicht rau sein. Ja, ich finde es besser, dass es so ist dann, dass es glatt ist, weil hier ist es ja auch von der Oberfläche her. Genau. Wie der Lack. Ja, und dann musst du auch noch anpassen, weil die Stoßstange, mach ein bisschen größer, die sitzt niemals zwischen Karosserie und der Stoßstange mit so einem kleinen Spalt. Die haben normalerweise richtig, richtig, richtig dicke Spalte. Siehst du das hier? Aha. Wie RS-Modelle. Aber ist das hier offen? Oder ist das zu? Ich würde es zumachen. Ich auch. Sauber machen, egal was, das wird sich alles sammeln dann. Ne? Auch wenn das Auto, ich sag mal, von Show zu Show gefahren wird. Also das sind auf jeden Fall, ich würde sagen, auch wenn es ein Golf 2 ist, das sind mindestens 3,25. Und wenn nicht, machen wir 18 Zoll. Hier sieht man die vordere Problematik nochmal. Also das machen wir weg. Die Ecke hier verschwindet. Die Ecke wird gerade. Diesen Bauch brauchen wir. Weil dieser Bauch, weißt du, warum der sein muss? Ne? Damit das Auto so wirkt, wie es wirkt. Es ist ja wie das Verschmelzen von zwei Autos. Weil wenn wir nehmen... Aber guck mal, das ist hier nicht so. Doch. Boah, nicht so doll, das stimmt. So, das aber hier siehst du es ein bisschen. Und da. Weil wenn wir den gerade machen, dann ist es ein Golf 2. Und das will ich nicht.
Ich will den Charakter wegnehmen von Goldzeit. Exakt. Ich will. Oh, jetzt verstehe ich das. Okay. Ja. Also der Schwung muss schon da sein, wie bei dem originalen Auto, bei dem 205er. Mhm. Das ist ja vom R5, das Rallye-Auto. Warte mal. Mhm. Weil ich dachte immer, du sagst, man muss übernehmen beim älteren Auto und so weiter. Genau. Ich zeige dir, warum wir übernehmen. Okay. Ich kenne die. Da, guck mal. Ne? Da kommen wir her. Und das ist das Straßenauto von damals. Und die hatten ja auch einen Heckmotor. Was natürlich mega geil wäre, wenn der Golf 2 einen Heckmotor kriegen würde. Hör auf. Oder? Das wäre krass, oder? Das wäre krass. Ja, du verstehst, was ich meine, ne? Mhm. Also, dass wir bauen ja, ja. aus, wir machen, wir sparen uns quasi ein Auto, indem wir wirklich zwei Autos okay. zu einem werden lassen. Von vorne spürst du den Golf und von der Seite spürst du den 205er. Mhm. Das sind nebenbei die anderen Zeichnungen, die wir bekommen haben von ihm. So, hier sieht man auch die Trennung, mhm. obwohl damit kann man schon arbeiten, ne? Mhm. Oder? Ja. Aber siehst du, das ist wenn man die Form baut, ne? Das ist sehr, sehr aufwendig, ne? Ich glaube das. Jeder Strebe, alles. Das ist im Prinzip geschlossener Raum, also das ist nicht mal eben. Also das sind sehr aufwendige Formen. Was denkst du, wie lange das ungefähr dauert? Boah. Haben wir Stress oder haben wir Zeit? Zeit. Drei Monate? Machen wir keinen Stress. Machen wir so, haben wir keinen Stress. Machen wir so, haben wir keinen Stress. Den Golf fahren wir rein? Aber ruhig. Nicht durchdrehen hier. Ich versuch's. Ja, der ist einer von den ganz hochmotorisierten. Auch ein Sondermodell. Der braucht echt Liebe. Und top gepflegt. Der geht voller hoch. Der ist sehr gepflegt. Der geht voller hoch. Der ist sehr. Den hast du! Ey! Hat sich verloren, ja. Den hab ich doch gerade gegeben! Ja, da war Kill Let's Go, kannst du ohne fahren. Nein, der ist doch nicht hier. Auf dich? Der hat Just Go. Der hat gar keinen Kieles. Polnische Art. So. Ja gut, grob haben wir, glaube ich, schon mal einen Startschuss, mhm. dass wir wissen, wo wir hinwollen, wie das Ganze aussehen soll. Weil, das Bild finde ich richtig schön. Weil das sieht brutal aus. Ey, ja? Ich sehe gerade was, der hat da Öffnungen reingemacht, da sind keine Blinker. So habe ich das auch verstanden. Wir können auch Blinker reinbauen, wenn du welche hast, ja, aber... Ja, ich glaube, es ist cooler. Weißt du warum? Der Wagen hat nämlich sonst keine Blinker. Weil die originalen Golf 2 Blinker sind ja hier unten. Ich würde da Blinker reinmachen. Ah, doch, da, siehst du? Das ist das Auto. Ah, jetzt sehe ich das. Die Verbreiterung, alles gleich. Da ist das Auto, genau. Oh, okay. Ja? Das wollen wir erreichen. Okay. Dass wir zwei Autos okay, in einem haben. Okay. Ja, dann besorge ich die Blinker. Jetzt machen wir endlich Schluss hier, ne? Weil es echt, wie lange ist schon... Oh, ist schon eine Stunde wieder. Ich war das nicht. Ich war es. Ja, nein. Okay, wir bedanken uns. Ich wünsche noch viel Erfolg. Danke. Bis... Wer wünscht Erfolg? Mir? Ich wünsche dir Erfolg. Danke sehr. Tschüss. Ja. Ciao.